Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie ihr seht, es steht nur noch eine Pro da. Die zweite Pro ist weg. Ich habe gerade das Video gemacht über die Lautstärke und den Lautstärkeunterschied zwischen den beiden PS4 Pros. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt praktisch die erste mit der momentan aktuellsten Generation verglichen. Also meine alte ist die 7016B und die neue ist die 7216B. Die 7 steht für die Modellreihe. Für die Leute, die es nicht wissen, kann ich es mal kurz noch erklären. Die 70 steht für die Modellreihe, also ob es eine PS4, PS4 Slim oder PS4 Pro ist. Die 2 steht für die Generation oder Bauweise, also 0, 1, 2, also für die dritte Bauweise. 16 steht für den Ländercode, also für Deutschland. Und das B steht für die Festplatte. Ja. Das auch nochmal zu kurz erklärt. Also, ich habe jetzt, was jetzt gleich im Anschluss kommt, ich habe die PS4, die alte und die neue. Die, mit Handy, die App heißt, die App werde ich euch auch verlinken, damit ihr das nachmessen könnt und dass ihr die gleiche App nehmt wie ich. Schallmess. Ja, Schallmess, noch irgendwas hier. So sieht die aus. Ja, die misst in dB. Ja, aber da muss wirklich ruhig sein, weil da jedes einzelne Geräusch, kleine Geräusch, verfälscht das Ergebnis. Also ich war so gut, ich habe so gut gemacht, wie ich konnte. Werdet da gleich alles sehen. Wie gesagt, ich habe einmal im PS4-Menü gemessen, ohne dass was anderes. Kein Download, kein Spiel, gar nichts, nur reines PS4-Menü. Dann habe ich in Höhe, also im Höhe, TV-Höhe habe ich geschrieben, in Höhe vom TV, also praktisch in der Höhe. Ja, also bei der PS4 Pro, die, bei der ersten, also bei dem alten, die stand da, da habe ich dann einfach hier in der Höhe. Und bei der neuen, die ist da, habe ich auch in der Mitte, also nicht da die Mitte vom Fernseher, also die Höhe, die Mitte, da habe ich dann das Handy hingehalten. Damit man halt einmal nah, weil die normale Messung habe ich direkt am Gerät gemacht und dann halt nochmal ein bisschen was höher. Und ich habe auch direkt den Lüfter, weil viele haben mich gefragt, wie laut ist denn der Lüfter einzeln? Und deswegen habe ich auch hinten direkt den Lüfter gemessen, bei der alten und bei der neuen. Dann fangen wir mit, welchen haben wir zu angefangen? Mit Days Gone haben wir angefangen. Bei Days Gone habe ich, also wie gesagt, ihr findet unten in der Beschreibung auch ein Link zu Google Drive, wo ich eine, eine Editor-Datei, genau, eine Editor-Datei habe ich darin gemacht, weil Excel, habe ich gedacht, hat nicht jeder, oder das Windows Excel hat nicht jeder und kann nicht jeder öffnen, deswegen habe ich gesagt, mach's Mike, einfach eine Editor-Datei, die kann eigentlich jeder öffnen. So, und wie gesagt, bei Days Gone, mit Days Gone haben wir angefangen. Ich habe erst aufgenommen, alle Spiele mit der PS4 Pro alt und dann mit der PS4 Pro neu. Im Schneiden vom Video mache ich das so, dass Days Gone alt, alte PS4, Days Gone neue PS4 kommt. Und dann halt das nächste Spiel. Also nicht wundern wegen den Schnitten und wegen der Tageszeit und alle drum und dran. Ist durcheinander. So, also wie gesagt, das Startmenü, das heißt, bevor man ins Spiel reingeht, nur das Spiel startet und steht da, drückt Start oder Fortsetzen oder so. Da einmal Lautstärke gemessen. Dann im Spiel direkt, aber nicht gleich, wenn das Spiel startet. Ich bin vorher noch ein bisschen rumgelaufen, damit die PlayStation ein bisschen in Wallung kommt, dass da was passiert, damit sie auch die richtige Lautstärke hat. Weil am Anfang ist die immer leise, egal welche. Dann bin ich vom Spiel ins PS4-Menü gegangen. Steht in der Anleitung PS4-Menü und so was, also in der Tabelle. Da bin ich vom Spiel ins PS4-Menü gegangen. Weil da drehen die meisten auch nochmal auf. Dann bin ich, habe ich da einmal direkt gemessen, bin auf Trophäen gegangen und habe da einmal komplett gemessen, die Lautstärke. Dann auch wieder direkt am Lüfter gemessen, damit man da die Lautstärke hat. Und
die Höhe so mittig vom TV. Ich wollte jetzt nicht im Spiel auch noch mittig Lüfter und so alles machen. Das wäre Blödsinn gewesen. Habe ich mir so gedacht. Und weil man im Menü hat man ja sowieso, wenn man da drin ist, sowieso die lauteste, also das lauteste, was ich bis jetzt gemessen hatte, kann ich euch auch sagen, ist 65 Dezibel. So. Jedenfalls, das habe ich dann mit Descon gemacht, mit der alten und mit der neuen. Dann sind wir bei God of War, da habe ich auch im Menü, wo steht starten oder fortsetzen. Ja, ist ja gut. Dann im Spiel direkt, vorher ein bisschen was rumgelaufen, ein bisschen was mit der Axt gemacht und so. Dann von da aus ins PS4-Menü, da habe ich, ach nee, Quatsch, vorher habe ich noch die Landkarte gemacht. In die Landkarte bin ich auch reingegangen, weil da dreht sie ja auch nochmal auf. Dann ins PS4-Menü bin ich gegangen und dann habe ich da direkt an der PS4 gemessen wieder und wieder direkt den Lüfter und dann wieder TV-Höhe. Mit alt und mit neu. Detroit Become Human, das war eine Riesenüberraschung, werdet ihr da gleich sehen. Da war ich selber sehr perplex und verblüfft über die Werte. Da habe ich auch wieder im Spielmenü, also wo der Roboter ist und wo man fortsetzen und bla bla, ihr wisst, was ich meine. Dann im Spiel, ich habe die mit Connor die Mission gemacht und habe da ein bisschen gequatscht und so. Dann bin ich ins PS4-Menü gegangen, habe da gemessen, habe den Lüfter gemessen und dann auf Höhe mittig TV mit alt und neuer PS4. Die ganzen Daten, wie gesagt, findet ihr, werde ich im Video die auch einblenden. Da seht ihr oben die ganze Zeit alte oder neue PS4 und auch meine Modellnummer. Und in der Ecke hier unten, also unten rechts, also wenn ihr raufguckt, rechts unten, da taucht immer die Dezibelzahl auf in blau. PlayStation steht in rot und die Dezibelzahl in blau. Ja, wie gesagt, sehr überraschend bei einigen Spielen. Und ich habe auch komplett die ganze Zeit gefilmt. Also ich lasse auch wirklich die ganze Zeit drin, damit ihr seht, wie ich die Messung mache. Nicht, dass ihr wieder heißt, ne, du hast gefaked oder was weiß ich. Und ihr könnt dann selber die PlayStation hören. Die alte und die neue. Dann könnt ihr euch auch selber ein Bild drüber machen, habe ich gedacht. Vielleicht mache ich auch nochmal ein Video und film einfach mal nur so die Geräusche. Aber ich denke mal hier mit Tabelle und allem drum und dran, da ist vielen weitergeholfen. Da könnt ihr, habt da einen guten Überblick. So, nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt hier verabschieden. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich natürlich über einen Daumen freuen. Ich habe am Ende keinen Abschluss gemacht. Werde ich auch jetzt nicht extra aufnehmen. Nach der letzten Dezibelmessung ist vorbei. Wie gesagt, ich würde mich über ein Däumchen freuen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, klatscht mir ein Abo aufs Auge. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. In der Beschreibung findet ihr natürlich den Dropbox-Link zu der Tabelle. Da könnt ihr euch, ist kein Virus drin, braucht da keine Angst haben. Es ist einfach nur eine Editor-Datei, die kann jeder öffnen. Und da seht ihr dann die gesamten Werte. Also untereinander nach Spielen und alte und neue PS4. Wenn ihr da noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. So, ich bin dann weg. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wir werden uns am Ende nicht sehen, habe ich ja schon gesagt. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Haut da rein, ahoi, sagt euer Odin. So, wir machen jetzt noch eine Messung vom PlayStation 4 Menü. Wir haben jetzt nichts an. Kein Download, gar nichts. Es ist einfach nur das Menü. Und da machen wir dann auch noch mal TV-Höhe und Lüfter. So, jetzt messe ich einmal wieder direkt über der PlayStation die Lautstärke. In den ruhigen Momenten. So, dann direkt am Lüfter. Dreiunddreißig dB.
Und TV-Höhe? So, dann. So. Jetzt machen wir als erstes mal das PlayStation-Menü. Wir machen direkt an der PlayStation, wir machen Lüfter und wir machen TV-Höhe, habe ich aufgeschrieben. Das heißt, ich halte in der Mitte vom TV. Schwankt eigentlich. Ich würde jetzt sagen 11,5 dB. Weil das schwankt ganz schön zwischen teilweise so ja 10 dB und 12 dB. Und jetzt machen wir halt einfach mal direkt den Lüfter. Jetzt schwankt zwischen 14,5 und 15, noch was. Dann nehmen wir jetzt einfach mal die goldene Mitte und sagen 15 dB. So, und jetzt halt die Höhe vom Fernseher. Das schwankt zwischen 7,3 und was höher, weil aus dem Schlafzimmer auch neue Geräusche kommen. Ich sag jetzt einfach mal 8 dB. So, also ist schon mal wesentlich leicht leiser als die normale. PlayStation geht schon hoch, also deswegen machen wir hier gleich mal den ersten Lautstärketest. Ich habe das Falsche geöffnet. Also es tendiert zwischen 25 und 27 dB. Aber meistens ist es bei 26,5. Mal mehr, mal weniger. 26,5 dB haben wir. So, und schon sind wir im Spiel. Wir sind gerade bei uns in der Basis, wie ihr seht. Da oben ist der Turm. Sobald ich laufe, wird das auch lauter, die PlayStation. Ich weiß nicht, ob ihr das über Mikrofon vernünftig mitkriegt.
Das hat sich so eingepegelt. Also das pegelt dann auch ab und zu auf 32 dB, aber da nehmen wir mal den Mittelwert 31,5 dB. 31,5 dB. So, jetzt gehen wir einfach mal ins PlayStation-Menü. Da mache ich jetzt keinen Cut, damit ihr das wirklich seht. Und wir gehen jetzt hier einfach mal auf Trophäen rauf, weil das ist ja so eine Situation, was immer mal vorkommt, dass man sich Trophäen angucken will. So, und jetzt machen wir nochmal Lüfter. Also PS4-Menü jetzt direkt am Lüfter. Also um die 65 dB. Und ich mache mal die drei jetzt zusammen und jetzt einfach mal normale Entfernungsmessung. Da halte ich das jetzt mal nicht direkt dran, sondern etwa so in Höhe die Hälfte vom Fernseher. Na, um die 23,2 dB. TV-Höhe. So, damit habe ich jetzt die schon mal aufgeschrieben. Jetzt machen wir hier kurz eine Pause gleich. Wir essen nämlich jetzt Mittagbrot bei uns. Und dann geht's weiter. So, wir sind jetzt auch schon im Startmenü von Days Gone. Also hier steht wieder beliebige Taste drücken. Ach, scheiße. Ich habe aus Versehen bin ich auf beim Umräumen vom Controller auf eine Taste kommen. Nehmen wir einfach jetzt hier, wo Start und Fortfahren und so steht. Also es geht zwischen 18,5 und 19,5 dB. Ich nehme jetzt einfach mal 19 dB. Irgendwie hört sich der Lüfter aber ein bisschen komisch an, als wenn er irgendwie stockend läuft. Keine Ahnung. So, jetzt machen wir einfach mal fortfahren. Jetzt sind wir im Spiel. So, wir laufen jetzt erstmal wieder ein bisschen rum, dass die PlayStation ein bisschen auf Touren kommt. Weil die ist ja am Anfang, wenn man ein Spiel startet, nicht gleich auf volle Touren. Die muss man sich vorher ein bisschen bewegen und so.
So, und jetzt ist er volle Touren. Ich merke aber keinen Unterschied. Springt zwischen 21 noch was und 22 dB hinter hin und her. Ich mache jetzt einfach mal die goldene Mitte. Ich nehme 22 war das, 22,4 war das, glaube ich. Ich nehme jetzt einfach mal 21 dB. So, da haben wir schon mal 10 dB weniger. So, dann gehen wir jetzt einfach mal ins PlayStation-Menü. Und gehen auf Trophäen. Gehen auch auf Days Gone drauf. ...24,8 und 25,4 nehmen wir auch wieder am besten die nur 25 dB. 2,5 dB. Die goldene Mitte. So, jetzt einmal direkt Lüfter natürlich in der Einstellung. Ja, gute Frage. Das geht jetzt, das ist sehr kurios, das geht von 37 auf 42, wieder auf 38, also das macht große Sprünge, aber im Prinzip zwischen 37 und 42. Nehmen wir die goldene Mitte. 38, 39, 39,5. So, und jetzt halt noch TV-Höhe. Ja, eigentlich eher bei 17,5, ganz mal selten mal hoch. Aber im Prinzip steht da bei 17,5 dB. So. Das war jetzt Days Gone. So, wir sind jetzt im Startmenü. Also 36,5. Was hat man bei Days Gone? 31. Ja, das wäre ja lauter als Days Gone. 36,5. So, fortfahren. Jetzt sind wir im Spiel drin. Jetzt wird es schon mal leiser, weil jetzt ist der Ladevorgang. Ich denke mal, das hört ihr auch, dass er nicht mehr so föhnt. So, wir sind jetzt im Spiel. Wir können jetzt hier mal ein bisschen rumlaufen. Die PlayStation braucht sowieso immer erst eine Weile, bis sie dann hochgeht. Gleich am Anfang ist sie immer leise.
So, jetzt kommt sie langsam. So, jetzt machen wir mal hier so einen super Angriff. So, zack. So, jetzt ist er auf dem Höhepunkt. Denke ich mal. Jetzt tendiert jetzt zwischen 33,7 und 34,3. Ich nehme jetzt einfach mal 34. Da sind wir auch wieder mehr mit bei als bei Days Gone. Also alte PS4, da waren wir beim Spiel bei 31,5. So, jetzt gehen wir ins PS4-Menü. Und Trophäen. So, und jetzt messen wir das nächste Mal. Er tendiert zwischen 31 und 33. Nehmen wir einfach mal die goldene Mitte, 32. So, jetzt noch den Lüfter direkt hinten. Ja, 65 ein paar zerquetschte, wir nehmen 65 dB. Und TV-Höhe. Also zwischen 26 und 27 noch weit. So, jetzt kommt hier aber noch eine Besonderheit dazu. Mit der Karte jetzt wieder da. Weil das habe ich rausgefunden, ihr habt bei God of War in der Karte frisst da halt nochmal richtig Lautstärke. Also frisst nicht, aber haut halt ordentlich Lautstärke raus. Muss ich nur noch dazu schreiben. So, und jetzt können wir die Karte messen.
Ja, hier hoch zwischen 40, noch was und 42, noch was. Wir nehmen jetzt einfach mal 41 dB. Also das haut ordentlich raus, würde ich sagen. So, das, ach Quatsch, okay, ist gone. God of War ist gestartet. Ich habe auch schon ein neues Spiel Plus hier, dass man das auswählen kann, weggemacht. Und wir haben jetzt... Ja, 29,5 dB. Wir gehen einfach auf Fortfahren. Jetzt haben wir natürlich hier erstmal einen Ladebalken. Da mache ich kurz einen Cut. So, wir sind jetzt wieder im Spiel. Wir müssen jetzt hier natürlich ein bisschen rumlaufen. Wo geht denn der Weg hier hin? Da. Und ein bisschen schlagen. Damit die ein bisschen in Wallung kommt, die PlayStation. Jetzt natürlich das hier wieder. So. Ja, jetzt ist er in Wallung. Springt zwischen 21 und 23 hin und her. Nehmen wir die goldene Mitte mit 22 dB. So, jetzt fehlt uns noch das PlayStation 4 Menü. An die Karte hatten wir ja auch noch. Ja, da wird sie deutlich lauter. Nehme ich da. Da geht zwischen 31 und 32 hoch. 31,5 dB. Damit ist er schon mal hoch. Im Schnitt ist er 10 dB leiser als die alte. Kann man so schon mal sagen. Dann fehlt uns noch das PlayStation 4 Menü, das ist das. Und da gehen wir dann auch auf Trophäen, so wie bei den anderen Spielen auch gegangen sind. Also da ist die alte schon wesentlich höher gedreht. Nochmal 26 dB, geht auch teilweise mal runter auf 24, dann aber auch auf 28. Und jetzt haben wir noch den Lüfter direkt.
Ja, zwischen 31 und 33. Dann nehmen wir auch die goldene Mitte 32 dB. Ja, das ist locker mal 30 dB weniger als die Pro, die alte Pro. Also manche Unterschiede sind schon echt gravierend und manche sind dann eigentlich gar nicht so genau. Jetzt haben wir hier wieder TV-Höhe. Na, eher 20 dB. Ab und zu auf 19, aber mehr 20. So, auch 7 dB weniger als die alte. So, wir haben die Toy Become Human gestartet auf der alten Konsole. Wir sind jetzt auch in diesem Startmenü drin. Ich habe auch vergessen, da, dB ist an. Ja, wir sind so bei 14, 15 dB. Ich mach mal 14,5. 14,5 dB. So, jetzt gehen wir ins Spiel rein. So, jetzt wählen wir uns mal hier eine Schicht aus. Wir gehen aber gleich hier vorne hin. Wir wollen ja nicht das ganze Abenteuer von vorne beginnen. Wir wollen mittendrin im ersten Akt sozusagen starten. Wir haben auch hier schon Ladebalken. Geht relativ voran. Meine Frau ist auch aufgefallen. Die ist ja ganz schön laut. Ich denke, die soll leiser sein. Sie hat gedacht, das ist schon die neue. Aber ist noch die alte. So. Ja, bei 12 dB sind wir jetzt gewesen. So. Jetzt müssen wir wieder kurz warten. Wir müssen ein bisschen was machen. So. So, jetzt gehen wir wieder. Jetzt wird sie langsam wieder lauter, weil am Anfang ist sie immer ziemlich leise. Lügen. So, jetzt wird sie lauter. Im Schnitt 31 Dezibel haben wir hier. Dezibel, jetzt gehen wir von da aus einfach mal ins PlayStation-Menü und gehen auf Trophäen und gucken uns die Trophäen von Detroit Become Human an. Jetzt müssen wir kurz warten, unten drunter, die sind ziemlich laut. Na, 14,5 dB.
So, jetzt halten wir mal direkt am Lüfter ran. Dezibel. 3, 4 dB. Und jetzt machen wir die Lüfterhöhe, also die TV-Höhe. DB. So, dann haben wir das geschafft. So, wir sind bei Detroit Become Human. Spielmenü sind wir drin. Ca. 22 dB habe ich mich da beim anderen vermessen. Ist das erste Mal, dass die Pro lauter ist. Jetzt wird sie ziemlich leise. Jetzt dB ist er jetzt. Also bis eben war der Lüfter die ganze Zeit an. Müssen wir mal gucken, wenn wir jetzt rausgehen. Ja, jetzt ist es so wie die andere. Ich glaube, wir geben ihr noch mal eine Chance. Nee, die kommt schon wieder hoch. Nee, dann lassen wir das. Jetzt hier wird sie gleich wieder leiser im Kapitelmenü. So, jetzt müssen wir halt hier wieder die Ladezeit abwarten. So, wir sind wieder da. Wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen was spielen, logischerweise, damit die PlayStation ein bisschen arbeitet. So, jetzt arbeitet sie, jetzt können wir das mal überprüfen. Zwischen 22, noch Watt und 23, noch Watt. Wie ich nehme jetzt einfach mal 23 dB. So, jetzt wieder PlayStation Menü. Oh, die wird diesmal richtig leise.
Wir gehen auf Trophäen. Halt. Und haben hier. Ja, etwa 15 dB haben wir hier. Damit ist er 1 dB lauter als die alte PlayStation. Da haben wir schon wieder was. Also denn, aber nur bei Detroit Become Human ist die ein bisschen lauter. Aber nicht überall. So, jetzt haben wir noch Lüfter direkt. DB. Ist schon krass. Da ist die andere bei 34 dB, die alte. Aber also die ist so. Wenn man so hört, ein bisschen lauter. Also wenn man das hier, das Messgerät direkt dran hält. Aber der Lüfter ist leiser. So, und dann haben wir noch TV-Höhe. Ja, 10 dB. Das war aber teilweise bei 8 dB. Also wirklich im Gesamtdurchschnitt extrem leise. Also ich werde auf jeden Fall die ganzen Ergebnisse werde ich hier noch in eine Tabelle machen. Und die Tabelle werde ich versuchen unter das Video zu schreiben. Wenn nicht, werde ich euch auf Google Drive die Tabelle verlinken am besten. Dann mache ich eine Excel-Tabelle. Scheiße, Excel können ja viele nicht lesen. Die haben ja, die meisten haben ja keinen. Mal gucken. Vielleicht übertrage ich immer erstmal eine normale Textdatei mit einem Editor. Den kann eigentlich jeder öffnen. Und dann mache ich noch eine Excel-Tabelle oder sowas in der Art. Und da schreibe ich die ganzen Ergebnisse mal rein und die ganzen Spiele. Und ja, vor dem Video werde ich bestimmt auch noch was sagen. Das werde ich alles noch zurecht schnippeln. Dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.